So, hallo bei Marius Lingdose. In diesem Video binde ich mit euch einen hervorragenden Rapfen- und Zanderstreamer. Und zwar ist das der SR Baitfish. Man kann ihn auch in kleinen Ausführungen binden, dann für Barsch und Forellen und alle möglichen Fische eigentlich, die irgendwie kleine Fische fressen. Aber hier mache ich jetzt ein bisschen größere Variante. Wir sind jetzt mitten im Sommer, die Rapfen und Zander sind am Rauben. Und wir verwenden für diese Fliege jetzt hier den F314 von Gamakatsu in Größe 1. Ein ganz hervorragender Haken mit einem weiten Bogen. Und der ist einfach nadelscharf, der ist wirklich hervorragend. Und ich habe hier ein bisschen Bleidraht schon drauf gewickelt. Das sind so 15 Wicklungen Bleidraht ungefähr, damit der Streamer gleich, wenn ich ihn auswerfe, direkt ein bisschen absinkt und gut unter der Oberfläche läuft. Als Bindefaden verwende ich hier UTC 140 in Weiß. Und fange einfach mal an. Ja. Wicklung direkt hinter dem Öhr, überfange hier das Blei etwas, damit es mir nicht mehr verrutschen kann. Und direkt hinter dem Blei höre ich auch auf mit meinen Wicklungen. Weiter nach hinten werde ich hier gar nicht gehen. Damit das Blei nicht mehr verrutschen kann, gebe ich einen Tropfen Lack oder Sekundenkleber drauf. Das funktioniert beides. Einfach die Basis schön fixieren. Dann verwende ich hier Baitfish Fiber. In diesem Fall ist das die Variante Pearl, also das heißt, ich habe einen Hauptanteil in Weiß und ein paar Pearl-Fasern mit untergemischt. Und hier brauche ich für diese Fliege ein Bündel, das, ja, was ist das ungefähr, die Hälfte von einem Bleistift, sage ich mal, so vom Durchmesser. Ein so ein Bündel braucht ihr für diese Fliege nur. Das schneide ich direkt am Kabelbinder ab. So, und dieses Bündel hat jetzt eine Länge, dass ich es mir so einteilen kann, dass ich für diese Fliege keinerlei Verschnitt habe. Also hier wird nichts überbleiben. Das finde ich immer ideal, wenn man einfach so wenig wie möglich Bindematerial verschwendet. Und dazu lege ich das Material hier so um, dass ich ein Part bekomme, der ungefähr die Hälfte länger ist als der andere. Und dann schneide ich mir den hier oben ab. So, und jetzt habe ich ein Bündel, das etwas kürzer ist, und ein Bündel, das etwas länger ist. Das kürzere lege ich mir einfach zur Seite, das brauche ich gleich erst wieder. So, und dieses längere Bündel nehme ich jetzt, ich habe ja hier meinen glatten Abschnitt, wie so oft lege ich hier so ein bisschen einen Taper rein, also das heißt, ich zupfe immer die Fasern so ein bisschen aus, so dass sie immer so ein bisschen länger werden, ich ein natürliches Fischchen-Taper schon bekomme. Und dadurch, dass ich das auf der einen Seite gemacht habe, habe ich das auf der anderen Seite eigentlich auch gleich bekommen. So, und jetzt nehme ich mir dieses Bündel und lege es relativ mittig auf die Stelle, wo mein Faden herunterhängt. Und binde es ein und es ist dann wirklich direkt hinter dem Bleidraht. So, und jetzt führe ich den Faden auf das Blei herauf und achte dabei darauf, dass das Material sich etwas um den Haken herumlegt. Also nicht nur so oben drauf ist, sondern nach Möglichkeit eigentlich so ein bisschen komplett um den Haken sich herumdreht. Dann klappe ich den vorderen Part einfach nach hinten. Und jetzt ist wirklich wichtig, dass ihr das Material um den Haken verteilt, dass ihr einfach die Flanken auch abgedeckt habt mit Material und nicht nur eine Fliege bekommt, wo das Material oben auf dem Haken drauf gebunden ist. Und hier direkt mache ich ein paar Wicklungen und lege das Material fest. Jetzt kann ich hier noch das Blei etwas abdecken. So, das ist der hintere Part meiner Fliege. Es kommt hier wieder ein Tropfen Lack drauf zum Sichern der Fliege oder Sekundenkleber, ganz wie ihr möchtet. Und jetzt nehme ich mir etwas Ice Dubbing in Fluo Hot Pink. Ihr könnt auch Orange nehmen oder Pearl. Aber ich möchte hier so einen kleinen Beißpunkt in die Fliege reinbekommen, also quasi so die Kiemen imitieren. Jetzt nehme ich mir ganz wenig von diesem Dubbing. Spinne dies um den Faden herum. Dann decke ich mir damit meine Einbindestelle ab und eigentlich so den Rest, den ich hier von meinem Bleidraht habe. Komme ich vor das Dubbing, nehme ich einen Klettverschluss, bürste das Dubbing etwas aus
So. Und jetzt habe ich hier noch mein kurzes Bündel Baitfischfiber liegen. Dies bereite ich einfach mal genauso vor wie das längere Bündel, indem ich hier so ein bisschen die Fasern herauszupfe. Und das alles nur deshalb, um diesem kleinen Fisch eine natürliche Form zu geben. Ihr seht ja hier, dass alle Fasern unterschiedlich lang sind, schon in dem Bereich, den ich eingebunden habe. Und so bekommt ihr ein natürliches Taper und müsst nachher nicht eure Fliege noch beschneiden, sondern das könnt ihr einfach sofort erledigen, nur mit dem Austapern der einzelnen Bündel. Und dies lege ich jetzt hier so drauf, dass das Bündel, das nach vorne schaut, die Hälfte davon, das ist nur noch ein Drittel von dem Bündel ungefähr, das schaut nach vorne und die anderen zwei Drittel nach hinten, aber halt nicht auf der kompletten Länge des anderen Bündels. Das kommt dadurch, dass ich dieses Jahr kürzer geschnitten habe. Und so erhaltet ihr einfach auf der kompletten Fliege dieses Taper. Jetzt binde ich direkt hinterm Öhr das Bündel fest und es sollte auch wieder schön die Fliege umschließen und nicht nur oben drauf sein. Könnt ihr noch so ein bisschen drehen. Dann das vordere Bündel nach hinten klappen und hier direkt hinter dem Öhr über das Bündel hier rüber gehen und könnt einen Abschlussknoten setzen. So, und auf diesen Abschlussknoten gebe ich noch einen kleinen Tropfen Lack drauf. Da kann sich die Fliege nachher nicht mehr auf dem Haken drehen. Was man hier wunderschön sieht, ist dieser Beißpunkt, den ich da reingebracht habe, dieses pinke Dubbing. Das ist eine Sache, die ich sehr, sehr schön finde in dieser Fliege. So, und jetzt male ich mir diesen Streamer noch etwas an. Und dazu nehme ich eigentlich ganz gerne Edding-Stifte. Es gibt den Edding 3000 oder den Edding 3300. Die haben eine unterschiedlich dicke Spitze, aber es gibt diese beiden Stifte halt in wirklich tollen Farben. Also hier zum Beispiel auch ein Oliv oder mal so ein Braunton oder ein Grauton. Während es die normalen Eddings ja immer nur in Blau, Rot und Schwarz gibt oder in Gelb. Aber hier hat man einfach nochmal die Chance, auch wirklich natürliche Farben zu bekommen. Dann fange ich an mit der hellsten Farbe, mit dem Gelben. Und färbe hier einfach mal oben die Fliege ein. Da gehe ich, mache ich das so, dass ich den Bauchbereich nicht mit einfärbe, weil der ist ja bei den meisten Beutefischen sehr hell. Und diese Natürlichkeit möchte ich hier auch erhalten. Also etwas Gelb. Das kann ich auch mit dem Klettverschluss etwas einbürsten in die Fliege. Dann nehme ich als nächstes so ein Hellbraun. Und dann hier drüber und schaue, dass ich nicht ganz so viel Braun drauf gebe wie vorher Gelb, also dass ich so einen Übergang bekomme von Gelb ins Braune und dann in die gleich noch dunkleren Farben hier rein. Wieder etwas durchbürsten. Dann kommt in dem Fall Oliv. Auch etwas durchbürsten. Und jetzt, da die Fischchen ja immer einen ganz, ganz dunklen Kopf- und Rückenbereich haben, gehe ich hier vorne, aber wirklich nur im vorderen Bereich, also gar nicht mehr hier hinten, noch etwas mit Grau rüber. So bekomme ich einfach einen wunderschönen Farbton, eine sehr, sehr natürliche Farbgebung dieses Streamers. Der Rücken sieht wirklich gut aus. So. Dann brauche ich 3D-Augen. Hier nehme ich welche in, ich glaube, 5 oder 6 mm habe ich jetzt hier gerade. Ich glaube, 5er müssten es sein. Jetzt hier jeweils ein Auge drauf. Da solltet ihr unbedingt darauf achten, dass die Augen auch auf gleicher Höhe sind und im gleichen Abstand zum Öhr. Da die Fliege sonst einfach nicht so gut aussieht und unter Umständen auch schief schwimmt. Da müsst ihr wirklich schauen, dass ihr das vernünftig positioniert.
Und jetzt muss ich die Augen noch etwas sichern und den Kopf formen. Dann nehme ich Backbond Original zu. Oder Backbond Light kann man auch nehmen, wenn man nicht so dick auftragen möchte. Es gibt auch von Loon ein Produkt, das man benutzen kann. Ganz wie ihr wollt, aber ich nehme auf jeden Fall einen UV-härtenden Kleber. Und da gebe ich hier so ein bisschen drauf. Das mal in zwei Schichten. Das reicht eigentlich, um den Kleber auszuhärten. Und damit die ganze Fliege noch etwas schöner wird, damit der Kopf etwas eine schönere, gleichmäßige, schöne Form bekommt, gebe ich noch eine zweite Schicht drauf. So. Immer schön rotieren, dass der Kleber gleichmäßig verläuft. Und fertig ist der Rapfenstreamer. Ein SR-Baitfisch, benannt nach Sebastian Rosenthal, ein Freund von mir, der das Ding mal erfunden hat vor ein paar Jahren. Wir haben jetzt mit dieser Fliege schon so viele verschiedene Fischarten gefangen. Und da denke ich, den darf man einfach nicht vorenthalten. Egal, ob ihr irgendwo in die Tropen fahrt und auf Tarpon oder auf Snook oder was auch immer fischt, ob ihr irgendwo auf Rapfen, Zander, Barsch unterwegs seid, ob ihr auf Meerforellen fischt, ob ihr in Norwegen in den Fjorden auf Seelachs und Pollock oder so angelt. Das hier ist wirklich ein Streamer, der funktioniert einfach überall und ihr solltet den unbedingt dabei haben. Es ist einfach eine Garantie für Räuber, die kleine Fische fressen. Viel Spaß beim Nachbinden. Alles Gute, euer Mario.